Champion-Pläne April 2021. Viegos Geschichte geht mit einem düsteren Jordel und Wächter des Lichts weiter und es gibt Neues zu den Überarbeitungen. Vom Autor Reeve 3. Hallo. Die letzten Champion-Pläne, die die Rückkehr des gestürzten Königs eingeläutet haben, liegen schon eine Weile zurück. Und obwohl wir nicht besonders viele neue Informationen haben, gibt es ein paar Neuigkeiten zu Dingen, die wir zu Beginn des Jahres angekündigt haben. Im Januar haben wir angekündigt, dass die nächsten drei Champions nach Viego ein Teil seiner Geschichte werden würden. Gwen ist der erste dieser Champions, aber ihre Zukunft bleibt ein Mysterium. Sie wird in seiner vertrackten Geschichte definitiv eine Rolle spielen, aber wie diese aussehen wird, ist unklar für den Moment. Aber genug von Viego, Gwen und dem heraufziehenden Unheil. Machen wir einen Abstecher zu Dr. Mundos Überarbeitung und danach sprechen wir über die nächsten beiden Champions, einschließlich einer Aktualisierung des Veröffentlichungszeitpunkts des düsteren Magiers. Zu guter Letzt sprechen wir noch über Udirs Überarbeitung, für die die Spieler zu Beginn des Jahres abgestimmt haben. Hinein ins Mundoversum. Der letzte Entwicklerblock zu Mundo liegt schon eine Weile zurück, aber ich kann endlich verkünden, dass die Neuveröffentlichung des Irren von Zaun immer näher rückt. Vielen Dank für deine Geduld. Junge, dieser Champion hat jede Menge Skins. Ich möchte mit ein paar der neuen Sprüche von Mundo beginnen. In seiner neuen Sprachausgabe ist Mundo ein wenig intelligenter als bisher. Es war praktisch unmöglich, das zu verhindern. Schließlich geht der aktuelle Mundo weder auf die Tatsache ein, dass er ein Arzt ist, noch auf die Gründe für sein Handeln, wie fragwürdig die auch immer sein mögen. Wie bereits erwähnt, wollen wir Mundos düstere, aber sehr skurrile und dämliche Persönlichkeit bewahren und seine Sprachausgabe ist ein wichtiger Teil davon. No worry, me, Doctor! Dear Medical Journal, Mundo attempt brain transplant on Mundo today. Me think it go good. Eine weitere Sache, von der wir uns gedacht haben, dass es cool wäre, sie bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung zu enthüllen, ist das finale Startbild von zorngeborener Mundo. Im letzten Entwicklerblock haben wir die finale Konzeptzeichnung für diesen Skin präsentiert und in der Zwischenzeit haben wir ihn fertiggestellt. Außerdem sind wir gerade mit dem Feinschliff seines legendären Skins Corporate Mundo beschäftigt. Wir wollen sicherstellen, dass dieser Skin die Qualitätsansprüche der modernen, legendären Skins erfüllt. Das Team hat jede Menge Spaß an der Arbeit daran, wie du an dieser lustigen Animation erkennen kannst, die Drew Sandwichtown Morgan als Inspiration für das Team erstellt hat. Okay, hier sind auch ein paar Sprüche der Sprachausgabe von Corporate Mundo. Mundo smash sales record. Invisible hand of free market great guy. Firm grip and not real. Jetzt, da wir diesen abgedrehten Abstecher beendet haben, können wir uns wieder den düsteren Champions widmen, die die Saga des gestürzten Königs weiterführen werden. Von der Straßenratte zum Wächter. Während des Fahrplans für die Saison 2021 habe ich kurz über einen bezaubernden neuen Wächter des Lichts gesprochen, der sich in diesem Sommer in die Kluft schwingen wird. Und da ich mich jetzt an wesentlich mehr Dingen festklammern kann, möchte ich etwas genauer ins Detail gehen. Unser Ziel für diesen Champion ist es, einen Schützen zu entwickeln, der hauptsächlich auf der mittleren Lane gespielt wird. Obwohl Champions wie Lucian, Corki und Tristana immer wieder auf der mittleren Lane auftauchen, fühlen sie sich nicht so an, als wären sie speziell für diese Position entwickelt worden, da ihnen die Werkzeuge fehlen, mit denen die wahren Champions für diese Position ausgestattet sind, um sich beispielsweise auf das Umherstreifen oder Duelle zu konzentrieren. Wir haben uns gedacht, dass ein Schütze für die mittlere Lane unseren Champion-Pool nicht nur um einen einzigartigen Champion bereichern würde, sondern auch für Spieler ansprechend sein könnte, die gerne auf Assassinen und Plankler setzen. Für Senna und Lucian sieht es momentan ziemlich trostlos aus, aber vielleicht können ihnen ein paar neue Wächter wieder Hoffnung geben. Das Leben kann so ärgerlich sein.
Ja, das stimmt. Und dasselbe gilt für die Entwicklung von Videospielen. Bei unserem letzten Gespräch sah der Plan noch vor, den neuen Magier für die mittlere Lane vor dem Schützen zu veröffentlichen. Inzwischen haben wir jedoch entschieden, dass unser neuer Yordle noch etwas mehr Zeit braucht, da wir eine neue Technologie entwickeln müssen, um ihre Machtquelle sichtbar zu machen. Außerdem hat sie sich während der Entwicklung ihres Fähigkeitensets von ihrer Rolle als Artilleriemagier entfernt und wird sich jetzt eher in Richtung eines klassischen Magiers orientieren. Gleich geblieben ist jedoch, dass sie hyperaktive Champions nicht leiden kann. In solchen Fällen wird sie dann immer ganz ernst und beginnt damit, alle fröhlichen Lebensformen in ihrer Umgebung anzugreifen. Doch trotz der Verzögerung wird dieser Champion eine große Rolle in der Geschichte von Viego spielen. Daher kannst du auch damit rechnen, dass sie bereits einige Monate vor ihrer eigentlichen Veröffentlichung einen Schatten auf Runeterra werfen wird. Die vielen Gestalten des Udyr. Wie du vielleicht weißt, hat Udyr die Überarbeitungsabstimmung zu Beginn des Jahres gewonnen. Seither haben wir damit begonnen, dem alten Geistwanderer eine Rundumerneuerung zu spendieren. Wir befinden uns immer noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, weshalb wir noch nicht genug Inhalte für einen ganzen Block haben, aber das sollte sich in den kommenden Monaten ändern. In der Zwischenzeit wollen wir dir ein paar erste Skizzen von Justin Riot Herb Albers zeigen, um zu erfahren, wie du darüber denkst. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist für heute alles. Sobald Viegos Geschichte so richtig ins Rollen kommt, sollten wir wesentlich mehr Informationen für dich haben. Und was bleibt einem nach einer derart düsteren Geschichte anderes übrig, als sich den nächsten Herausforderungen mutig entgegenzustellen? Mach dich bereit für einen neuen Schützen, dieses Mal für die untere Lane, der dir einen elektrisierenden Einblick in eine der hartnäckigsten Regionen von Runeterra gewähren wird, in der Aufgeben keine Option ist. Reef 3, leitender Champion-Produzent Ryan Mireles. Reef 3 arbeitet an den Champions von League. Er erstellt völlig neue Eindrücke für die Spieler und verhilft außerdem alten Champions zu neuem Glanz.